Also kein Problem, sich jetzt einen Gewinn von 50.000 im Monat auszuzahlen. 60%, 70%, 80% aller Jobs werden ja mehr oder weniger durch KI ersetzen. 150 Euro in der Tasche, also auch kein Startkapital. Rechtssicher steuerfrei im Ausland leben. Das selber bist du ja persönlich 8,5 Jahre. Wie funktioniert das? Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute bin ich alleine, heute ist den Andreas Lindner hier mit dabei, der mittlerweile seit 6 Jahren hier in Thailand lebt und seit 8,5 Jahren steuerfrei ist. Ich denke, das ist was, was viele Menschen von hier interessiert auf jeden Fall und ja, auch noch viele andere Themen. Du hast ja auch schon super viel Erfahrung in deinem Leben gemacht. Richtig, richtig geniales Netzwerk. Wir haben eben gerade schon im Vorgespräch gesprochen. Politiker in Kambodscha, hohe Agrarminister und so weiter. Also ich will gar nicht zu viel vorab nehmen. Herzlich willkommen, sage ich mal an der Stelle. Ja. Danke dir, Kevin. Ja. Danke für die Einladung. Gerne. Und ja, wir starten unser Podcast ja bekanntlich immer mit der Frage zum Thema Mindset, sag ich mal. Also was ist so das größte Learning, was du in deiner Karriere bis jetzt gezogen hast? Oder was würdest du dem 18-jährigen Ich nochmal mitgeben? Was kann man besser machen? Wo hast du große Fehler gemacht? Bleib in der Position eines Schülers, ist, glaube ich, das größte Learning, was ich so über die Jahre hinweg mitgenommen habe. Denke niemals, dass du alles weißt. Weil am Ende des Tages gibt es immer jemanden, der es vielleicht besser weiß oder vor allen Dingen Gesetze, die du noch nicht kennst, die dir teilweise Steine in den Weg rollen können. Und das war am Anfang sehr, sehr schwer und hart, teilweise auch mit sehr vielen Investments verbunden, dort meine eigenen Fehler, die ich da selbst produziert habe, irgendwie wieder auszubügeln und eben nicht in Gefahr zu kommen, sprich Steuerhinterziehung, Gewerbeverschleppung oder generell das Umziehen von Gewerben aus europäischen Bereichen ins Ausland. Das war so das größte Learning, was ich eigentlich meinem jüngeren Ich wiedergeben würde, wäre, denke nicht, dass du alles weißt und informiere dich besser ein zweites und ein drittes Mal, bevor du irgendwo dann anfängst, deine Sachen zu gestalten und zu aufzubauen. Also auch so achtsamer sein im Allgemeinen, so wenn man den Dinge reingeht, nicht so blauäugig einfach voran, sondern einfach auch ein bisschen mehr. Ja, ich meine, ich bin in 50 Ländern in der Welt gewesen und habe mir in sehr vielen Ländern angeschaut, wie die Steuerpolitik dort funktioniert. Mhm. Es gab aber teilweise Themen, die einfach sehr undurchsichtig waren, wo mir auch Steuerberater oder Unternehmensberater, Rechtsanwälte teilweise gar nicht die Informationen geben konnten oder sie auch nicht wussten. Mhm. Und teilweise aber dann auch dennoch eine Antwort gegeben haben. Und damit bin ich dann halt Gefahr gelaufen, irgendwie, ich hätte noch weitere befragen müssen und dann hätte ich vielleicht so die Mitte gefunden. Aber am Anfang bin ich davon ausgegangen, dass die Menschen, mit denen ich mich leicht direkt connected habe, auch diejenigen sind, die mich richtig beraten. Und das war halt so der tricky point. Mhm. Viele wollen ihre dementsprechenden Gebühren und Honorare haben. Und damit ist danach auch für die dann so ein bisschen so die Verantwortung abgegeben und genau. Also dass vielen Menschen auch gar nicht irgendwie um den Mensch selber geht, um die Serviceleistung, sondern wirklich so, hey, pass auf, ich will dein Geld haben, wenn ich dein Geld hab, so, ja, dann kriegst du hier irgendwie ein Produkt, so, ne? Genau, deswegen habe ich ja bei mir auch das Thema ein bisschen anders aufgezogen und berate halt jeden eigentlich kostenfrei erstmal, um seine Fragen zu beantworten, der so an das Thema Ortsunabhängigkeit denkt. Ortsunabhängigkeit heißt da für mich nicht unbedingt hundertprozentig auswandern. Manche Menschen sind ja in Deutschland, Europa gebunden, haben Kinder, haben Unterschriften getätigt, die manchmal auch nicht bewusst getätigt werden. Mhm. Unternehmungen der unterschiedlichsten Art und da geht auch vieles nicht so hau-ruck-mäßig, sondern da muss man Step-by-Step. Immobilien haben sie dann als Asset zum Beispiel, die dann noch bei der Bank beliehen ist oder ähnliches. Und da muss man natürlich dann langsam die Sache entwickeln, sage ich mal so, und nicht auf Teufel komm raus, ich will 0% bezahlen und das System hat sich gefährlich an meinen Lifestyle anzupassen. Das ist, glaube ich, schwierig, dass das System sich an selbst anpasst, auch wenn das meist so die Traumvorstellung wäre. Ja. Das ist halt so. Also und daher, ich sage immer, man kann Wunschzettel an den Weihnachtsmann schreiben, aber ob man alles kriegt, ist halt die Frage. Ne? So. Ja. Und wenn du ein böses Kind bist, dann garantiert nicht mit mir. Und wenn du ein gutes Kind bist und gute Vorhaben hast, ethisch und energetisch auf einem guten Level bist, so wie ihr, sonst würde ich auch mit euch da mich gar nicht erst großartig zeigen, dass man sagen kann, okay, wir haben hier Leute, die wirklich etwas verändern wollen, anderen Menschen die Möglichkeit geben wollen, sei es unabhängig zu sein oder sei es auch Vermögen zu schützen, Altersvorsorge aufzubauen. Ich meine, wir wissen alle, dass die Rente in Deutschland einfach nicht mehr ist und dass das Sozialsystem immer mehr wackelt und immer mehr zerbricht. Und daher sind solche Themen, die du anbietest, auch für mich interessant. Und auf der anderen Seite, ja,
ist natürlich das Wissen, was ich über 6, 7 Jahre getankt habe. Und das über alle Grenzen hinaus, nicht nur ortsunabhängig zu sein und keine Steuern zu bezahlen, sondern dann halt auch rechtssicher zu sein. Ich habe eine Online-Marketing-Firma, ich habe eine Trading-Firma, aber vielleicht kommen wir da später noch zu. Ja, ja. Und daher muss man die Sachen wirklich sehr bewusst und sehr kontrolliert auch machen. Ja, du hast gerade schon ein bisschen angesprochen. Firmenbeteiligung hast du ja schon, du bist ja echt sehr, 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 sehr breit aufgestellt. Vielleicht gehen wir mal so ein bisschen zurück zum Anfang. Also ist 10 Jahre her, seitdem du ausgewandert bist. Also 8,5 Jahre steuerfrei, hast du jetzt gerade gesagt. Also 8,5 Jahre steuerfrei. Ich denke, das ist was viele auf jeden Fall interessiert. Aber wie fing das so an? Wann war so für dich der Entschluss klar, hey, ich gehe raus aus Deutschland? Und was waren auch so ein bisschen die Gründe dafür so? Also die Gründe waren vor knapp 10,5 Jahren. Ich bin als Projektmanager im Dialogmarketing gewesen, also auf Deutsch Callcenter. Okay. Habe da als Projektmanager gearbeitet, hatte 350 Leute, die ich bedienen durfte, betreuen durfte oder wie man auch immer sagt. Ich nannte sie immer Kollegen, nicht Mitarbeiter oder ähnliches. Ja. Und habe dann halt immer in der Zwischenwelt gelebt zwischen dem oberen Management und den Mitarbeitern. Und Mitarbeiterzufriedenheit ist halt für mich so immer so das A und O, weil sie halt auch irgendwie das Zahnrad sind, was dich antreibt und vor allen Dingen auch dein Gehalt bezahlt, wenn man mal sich nicht in die Tasche lügt. Und genau, und dann war ich auf dem Weg nach Hause im Bus und habe noch ein paar Nachrichten bekommen von Freunden, die mich dann so ein bisschen enttäuscht haben. Und dann habe ich innerhalb von 18 Stunden mein ganzes Inventar fotografiert, verkauft. Okay. Und innerhalb von 22 Stunden saß ich dann im Bus nach Spanien, weil ich vorher noch nie im Ausland war und kannte auch nicht so die Gegebenheiten im Ausland. Bin ich dann erstmal nach Mallorca gefahren mit dem Bus und innerhalb von 24 Stunden mit schnell, 150 Euro in der Tasche, also auch kein Startkapital. Okay, also auch wirklich einfach drauf los, also High Risk, sag ich mal einfach. Sonst sehr High Risk, ich würde es auch keinem empfehlen, das zu tun oder nachzuahmen, aber am Ende des Tages wusste ich kann mich auf mich selbst verlassen. Ich habe ein sehr gutes Selbstbewusstsein. Ja, wollte gerade sagen. Weiß, dass ich abliefere. Und wenn ich abliefere, dann ist es halt auch so, dass ich mich im Ausland, wir hatten vorhin kurz drüber gesprochen, nicht schon mal von 99% der Leute, die im Ausland sind, einfach quatschen und labern und am Ende nichts liefern. Mhm. Damit hebe ich mich von dieser Masse schon mal ab, wenn ich abliefere. Ist eigentlich relativ einfach, muss ich sagen. Ja. Daher auch in der ersten Nacht den richtigen Kontakt bekommen. Und dann hatte ich erstmal einen ganz normalen Angestelltenjob in Mallorca, auch wieder ein für 1&1 und für die Telekom, die dort ihren Standort hatten. Mhm. Aber am Ende des Tages, da wusste ich, ich will mich da rausholen. Und das hat ein Jahr gedauert und dann habe ich 2 Büros eröffnet in Mallorca und so weiter. Okay. Und dann ging so das Unternehmertum richtig los, muss ich sagen. Hast du dadurch dann auch quasi ins Unternehmertum eingestiegen, dann sozusagen dann, ja? Ja, ich habe dann 2 Büros. Das denke ich auch sehr, sehr viel Selbstentwicklung, wenn man dann ins Ausland geht, auf einmal man ist wieder auf sich alleine gestellt, so dann fangen diese ganzen Prozesse auch immer an, so. Ne? Genau, ich finde es auch wichtig für die Menschen, gerade die als Singles losgehen, dass sie so 1,5 Jahre oder ein Jahr zumindest für sich selbst sind, um ihre eigenen Entscheidungen zu fällen, für sich selbst treu zu sein. Ne? Man muss in jeder Beziehung, in die man eingeht, sei es geschäftlich, freundschaftlich oder Lebensgefährte, muss man halt irgendwelche Kompromisse schließen. Und wenn man für sich selber ist und seine Tätigkeiten nachkommt, und dafür gibt es verschiedenste Tools, das herauszufinden, was man eigentlich wirklich kann und was nicht, dann fällt man diese Entscheidung erstmal ohne irgendjemand anderen zu befragen. Und wenn man dann auf die Fresse fällt, dann muss man halt auch damit, lernt man damit auch. Gehört ja auch irgendwo dazu, ne? Genau, das gehört dazu. Also ich habe selten jemanden kennengelernt, der, ich sag mal, aus normalen familiären Verhältnissen, jetzt nicht so eine Unternehmerfamilie, wo du eh schon von klein auf deine Kohle hast und deine Eigentumswohnung mit 16 bekommst oder was auch immer. Und auch das Wissen einfach schon mitbekommst. Ja. Die Eltern reden ja auch anders mit denen. Ja, definitiv. Und bei mir ist es halt alles so ein bisschen eher auf Basic und normal. Also war bei deinem Elternhaus auch nicht so wie bei mir jetzt, bei mir auch nicht, ja. Gar nicht. Genau, das denke ich mir mal. Macht uns ja auch irgendwie gleich, in Anführungsstrichen. Ja. So, ne, dass man sagt. Man muss nicht halt alles selber, man fängt selber bei null an, so, ne? Man muss beißen. Ja, definitiv. Ja, und wenn du beißt, dann musst du natürlich auch nicht loslassen gleich nach 2 Sekunden, sondern erstmal dranbleiben und gucken, ob es schmeckt. Ja. Und dann, wenn es dann halt funktioniert, und die meisten geben halt meines Erachtens nach auch zu früh auf. Also so, dann sagen 90%, ja. Ja, ich möchte gerne dies oder das. Affiliate, Strukturvertrieb, was auch immer, whatever die Leute mögen. Ja. Oder aber sie sind die nächsten virtuellen Assistants oder
Copywriter und wissen dann am Ende nicht, wie sie Kunden bekommen. Ja, letztendlich, es gibt ja heutzutage so viel, das ist ja auch das, was ich immer als Content rausgebe. Ne? Ich meine, du kannst ja heute eine KI bedienen, was 90% nicht können, aber eigentlich ist es eine Arbeit, das kann jeder. Jeder kann eine App runterladen und in die App irgendwas reinpacken, aber Menschen wissen sich und die verkaufen das als Dienstleistung und machen damit zigtausend Euro im Monat. Ne? Richtig. Also das ist halt echt... Das Prompt Engineering wird auch natürlich viele Dinge ablösen. Also generell die KIs werden die Copywriter oder Virtual Assistenten bald einfach ablösen. Also wir haben jetzt bei Amazon haben wir jetzt gehabt, die letzte Umstellung war, wir haben 100.000 Menschen entlassen und haben dafür 350.000 Roboter eingestellt oder fertig gemacht. Werden halt nicht krank, arbeiten 24 Stunden und so weiter. Sämtlichen Bereichen, überall. Haben keine Sozialabgaben und so weiter. Also daher, aber da will man ja den Menschen jetzt auch keine Angst machen, um Gottes Willen, aber das ist einfach für mich die Prognose und die Realität, die einfach kommen wird. Ja, da vielleicht dann so, also wir haben es gerade schon gesagt, also 60%, 70%, 80% aller Jobs werden ja mehr oder weniger durch KI ersetzen, so die Hochrechnung. Also was würdest du da den Menschen dann so mit an die Hand geben, sag ich mal so? Also wo in welche Bereiche sollten sie schauen, wo man jetzt irgendwo gerade gut ein Business drauf aufbauen kann? So? Du hast ja wirklich viel Erfahrung, du hast ja Online-Marketing-Firma, genau, vielleicht auch da mal so um den Kreis zu schließen, was du alles für Businesses hast, so sag ich mal. Ja, ich habe eine Online-Marketing-Firma seit 10 Jahren. Die arbeitet mit großen Konzernen und Startups in Deutschland, Europa zusammen. Mhm. Da bin ich aber eigentlich wirklich nur so eine Zwischenabteilung. Also ich bin der Projektmanager und der Unternehmensinhaber für das erste Gespräch mit den Kunden. Danach gehen die Kunden an meine Freelancer weiter. Also operativ nicht so viel drin. Genau, nein, gar nicht. Okay. Also ich muss sagen, in der Woche vielleicht eine halbe Stunde, manchmal zwei. Aber absolut sehr, sehr wenig. Das habe ich alles so automatisiert, dass die Freelancer wissen, was sie zu tun haben. Klar, ich muss sich auch aus tausend Freelancern mir erstmal die richtigen raussuchen und sehen, ob die abliefern. Einstellen, entlassen. Ja, okay. Man kennt es irgendwoher. Jetzt habe ich mein Team seit über 10 Jahren, die auch sehr gut funktionieren. Und daher leite ich wirklich eigentlich nur E-Mails weiter, verteile die, sag eben, was daran zu tun hat. Und dann lehne ich mich zurück und warte auf meine Provisionszahlung. Ja. Sagen wir es so. Sehr gut. Das ist die Online-Marketing-Firma. Dann habe ich eine große Trading-Firma, weil ich habe dann mit der Online-Marketing-Firma sehr große Gewinne eingespielt. Habe mich auf die Reise begeben, herauszufinden, in welchen Ländern welche Steuerpolitik wie funktioniert und was mich dazu bevollmächtigt, meine Gewinne eigenständig und selbstverantwortlich zu verwalten, ohne sie in irgendwelche Steuersysteme einzuspielen, wo am Ende ich auch die Kontrolle verliere, wo am Ende andere Menschen über mein Investment, ist ja eine Tat, ein Investment, was jetzt zum Beispiel auch bei dir liegen könnte, wenn ich es nicht für die Steuern aufwenden müsste, könnte ich darüber weiterhin besser verfügen, meine Altersvorsorge besser aufzubauen. Ja. Und habe dann sehr viele soziale Projekte verfolgt, Kinderoperationsreisen organisiert, Schulbauprojekte in Guatemala, in Afrika, in Kambodscha, in Thailand gehe ich auch gerne als Weihnachtsmann verkleidet ins Kinderheim und so. Also ich verfolge sehr viele soziale, ethisch hochenergetische Werte, sage ich mal so. Und dadurch bin ich sehr oft in armen Ländern gewesen und habe dort die Pharma auch teilweise kennengelernt, die super krasse Produkte produzieren, teilweise die besten Produkte weltweit, aber keine Ahnung davon haben, wie sie sie auf den europäischen Markt bekommen. Daraufhin hat sich dann mein nächstes Thema gestaltet, weil ich dann täglich den Leuten in armen Ländern helfen kann. Und ich weiß nicht, wie viele Familien ich so am Tag fütter, aber es sind jetzt 180.000 Tonnen Verbrauchsgüter, die exportiert werden und dementsprechend an unterschiedliche Chains. 180.000 Tonnen, die, genau, die deine Company quasi importiert, sag ich mal. Exportiert. Exportiert, okay. Exportiert und dann teilweise an Großindustriezweige, Supermärkte, Hypermärkte, Carrefour, Aldi, Lidl, Rewe, diese ganzen Brands sind dann meistens in ihrem eigenen Hausbrand, aber sie kaufen großen Quantities, also in, man spricht da von Bulks, die man dann halt 50 Kilo, 25 Kilo, 5 Kilo, 10 Kilo, wie auch immer, die du verpackt haben willst, kommen direkt vom Produzenten und gehen dann aufs Schiff und dann werden sie meistens CIF, das ganze Thema, nach Deutschland oder nach Holland oder ähnliches gebracht. Da gibt es noch, dass man es direkt am Harbor abholt, also direkt am produzierenden Hafen in dem Land. Und dann gibt es halt die andere Möglichkeit, dass die Supermärkte wollen das meistens geliefert an ihren Haupthafen, wo sie halt ihr Verteilungslager haben. Ja. Und dadurch habe ich dann durch die sozialen Projekte, dann bin ich zum Exporteur geworden. Dann habe ich eine Consulting-Firma aufgemacht, weil ich den Bedarf einfach gemerkt habe, dass Menschen einfach da draußen sind, die sehr viele Fragen haben.
im Bereich, wie kann ich mich online aufstellen, wie kann ich online mein Geld verdienen, wie kann ich danach Rechnung stellen, wie kann ich eine Krankenversicherung bekommen, wie kann das Ganze rechtssicher ablaufen. Und dieses ganze Wissen habe ich getankt, nicht um jemandem das zu verkaufen oder irgendwie anzubieten, sondern einfach für mich selber, weil ich es für mich selber brauchte. Du hast ja auch schon Companies, die dir sehr, sehr gutes Einkommen reinspielen. Das ist ja nicht dieser, oh, ich muss jetzt jemanden eine Steuerberatung verkaufen, nein, weil nein, das ist auf keinen Fall. Eher so aus dem anderen. Genau, ja. Genau. Also ich habe mich da anders aufgestellt als andere Menschen und bin so vor 2,5 Jahren bin ich dann online gegangen, weil ich der Meinung bin, dass den Fragenden da draußen auch ein bisschen geholfen werden muss. Diese 0,01% der deutschen Bevölkerung, wenn man das mal hochrechnet, die wirklich diesen Weg gehen. Die anderen reden darüber, die nächsten träumen davon und die anderen gucken sich das ganze Thema nur irgendwie auf YouTube jeden Tag. Ich wollte gerade sagen, sehen gut bei Deutschland im Fernsehen und sagen, genau, ja, ich wandere auch mal aus in meinem nächsten Leben. So, ne? Genau, genau. Ja. Und ich habe ja auch viele, viele kennengelernt über dieses Goodbye Deutschland Thema. Ich war ja in Mallorca und habe hier den Andreas und Caro, diese Bodybuilder da kennengelernt und so. Okay. Waren dann am Ende gute Freunde von mir, aber es wird natürlich alles immer so ein bisschen in Schlamm gezogen, was da gezeigt wird. So. Mainstream-TV ja sowieso, ne? Also ja. Und deswegen kann man eh nichts trauen. So, war nie mein Ding und ich mache mein eigenes Thema und bin jetzt halt dazu gekommen, den Menschen da irgendwie auch Hand zu halten. So, ne? Und da kommst du dann bei mir auch ins Spiel, so das Thema Anlagen, Altersvorsorge, Vermögenssicherung. Da habe ich auch teilweise Themen, aber im Immobiliensektor und dann gerade auf Bali ist es halt nicht so, dass ich da so der Vorreiter bin. Ja. Und dann natürlich auch mit der Technologie, die ihr da anbietet, die sehr sicher ist und vor allen Dingen auch zukunftssicher. Wo man halt nicht mehr Notar dazwischen braucht oder ähnliches, sondern es alles dann doch schon sehr digital und länderübergreifend auch funktioniert. Ne? Man ja, muss ja bei weltweit, euch, global. Ja, das genau, ist man muss ja bei euch nicht vor Ort sein. Ich meine, wenn man heutzutage daran, oder die Generation denken ja immer noch so, dass man eine Immobilie halt voll finanzieren muss und dann gehst du zur Bank und dann nimmst du deinen Kredit und dann zahlst du den Kredit 30 Jahre ab und bei euch ist es ja zum Glück so, da kannst du eigentlich deine Erdbeeren innerhalb von kurzer Zeit vom Baum ernten und den Baum, den musst du nicht neu pflanzen, sondern den musst du halt nur dementsprechend ein bisschen bewässern. Ja, ganze Bürokratie wird halt quasi genommen, sag ich mal. Ne? Man hat wirklich das, was man eigentlich von der Anlage erwartet. Man gibt das Geld rein und man bekommt seine Returns eben raus, so sag ich genau, mal. Ne? Genau. Ohne halt eben viel Kopfschmerzen dazu bekommen. Das ist ja ist eine Vereinfachung, sag ich mal. Also grundsätzlich, richtig. Dein Konzept ist, um auch nochmal runder zu machen. Also klar, Auswanderung ist das eine, Steuern sparen das andere, Geld sinnvoll investieren, und irgendwo auch natürlich Geld verdienen. Businessmöglichkeiten, bietest du da auch Möglichkeiten an? Oder? Ja, also es gibt bei mir weltweit Leben ist die Überschrift, sage ich mal so, die Firma, die als im Vordergrund steht, wo ich als Gesicht agiere. Im Hintergrund gibt es noch sehr viele Leute, die mit mir kooperieren, wie jetzt beispielsweise ihr. Und ich habe da so ein bisschen so ein Circle of Trust gebildet, wo ich sage, okay, diese Leute empfehle ich nur oder nehme ich nur mit in meinen Bereich auf. Den halt, wie halt über Jahre und ich beobachte dich und dein Projekt, dem Manu, schon lange Zeit, sodass ich dann halt erstmal mein Gefühl dafür bekommen habe und jetzt haben wir uns auch noch live hier in Phuket getroffen, sodass ich da auch ein besseres Feeling für bekomme, bevor ich halt, so wie die anderen, so ja, ich krieg meinen Affiliate-Link und dann empfehle ich was, wovon ich eigentlich gar keinen Plan habe. Ne? So, eben ist doch, glaube ich, dann nicht die beste Motivation, dann mal doch irgendwo erfolgreich zu sein. Wenn man irgendwo sehr, sehr erfolgreich sein will, dann, klar, Geld ist eine Motivation, ja, je nachdem, wie halt so der finanzielle Stand ist, ist sie stärker oder weniger so. Aber andererseits, wenn man halt, wie gesagt, auch noch irgendwo den Sinn dahinter sieht, dann ist natürlich nochmal ein anderer Herangehensweise, das stimmt schon, ja. Richtig, ja, und vor allen Dingen eine Empfehlung auszusprechen. Heutzutage werden Empfehlungen ausgesprochen, aufgrund, weil ich Geld dafür bekomme oder weil ich einen Affiliate-Link habe und keinen Plan davon habe, was da überhaupt im Hintergrund läuft. Da gab es einige Projekte in der Vergangenheit, wo viele Leute viel Geld verdient haben, aber es dennoch weiterempfohlen haben. Oder sie haben erst nicht viel Geld verloren, aber am Ende war es dann halt irgendwann ist die Bubble geplatzt und dann. Wir haben gerade über Juicy Fields gesprochen im Vorfeld, wo auch, glaube ich, eine hohe sechsstellige Summe irgendwo im Raum war, sag ich mal so, ne? Aber ja, du da noch einen guten Ausstieg gefunden hast, sag ich mal so, ne? Ich persönlich ja, aber viele Menschen nein und damit hat man natürlich auch andere Menschen irgendwie geschädigt, ethisch. Dann ist halt am Ende, kommen viele Leute zusammen. Das eine ist weltweit leben, weltweit arbeiten. Unter weltweit arbeiten fällt dann, fallen verschiedene Kursangebote, also Coachings. Wie zum Beispiel SAP, Spezialist, Office Manager, Projektmanager, Daytrading, guten Daytrading-Kurs von einem Freund von mir, weil alle Leute, mit denen ich dort auch die Kurse anbiete, habe ich immer ein Interview. Wie wir jetzt mit dem Investment-Thema, habe ich immer die Leute neben mir, vor der Kamera. Ich kenne sie entweder lange Zeit oder schaue sie mir lange, lange Zeit an, bevor ich darüber überhaupt anfange, ein Wort zu verlieren. Ja. Weil ich halt gesehen habe, wie viele Menschen in irgendwelche Sachen reinrennen und am Ende dann geschädigt werden. Und das ist halt nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist Aufklärung, meine Aufgabe ist Kommunikation.
Und auch so ein bisschen Schutz der Allgemeinheit von den, vor diesen ganzen, ich sag mal, Projekten, die dann am Ende vielleicht nicht abliefern oder vielleicht nicht ja, gerade auslaufen. Dann gibt es weltweit steuerfrei, dann gibt es weltweit investieren, weltweit Vermögensaufbau, weltweit helfen, sind halt diese sozialen Projekte, die ich vorhin genannt habe. Mhm. Dazu zählt dann auch natürlich am Ende eine Firma zu bekommen. Das Deklarationsthema ist wichtig, damit man halt rechtssicher steuerfrei ist. Also ich habe auch AGB und Vertragsrecht mit bei mir im Angebot. Webseitengestaltung, Branding, Storytelling, Corporate Design bis hin zu Funneling. Dann geht es über zu, welchen Job mache ich eigentlich online, so ein Analyse-Tool, was kann ich überhaupt machen und was auch nicht. Wo kriege ich dann Empfehlungen, mich zu verbessern. Dann halt das ganz große, wichtige Thema heutzutage halt auch die Altersvorsorge. Ne? Wo investiere ich, in welche Projekte, um am Ende des Tages nicht nur 300 Euro Rente zu bekommen und dann vielleicht noch mit Kopf über im Müllkorb nach Pfandflaschen zu sammeln, die dann vielleicht auch noch gewerbemäßig angemeldet werden sollen. Traurige Realität, ne? Ist so suspekt. Ist ja nicht, dass ich mir die ganzen Sachen aus dem Finger ziehe, sondern im Gegenteil, also das hat ja alles Hand und Fuß, jeder weiß, wer in Deutschland oder in Europa sitzt, dass dort vielleicht auch bald nicht mehr so angenehm zustatten gehen geht, wie es bisher war. Jetzt ja schon teilweise. Das fängt ja schon an, sag ich mal, ne? Aber jetzt mal rechtssicher steuerfrei im Ausland leben. Und das selber bist du ja persönlich 8,5 Jahre. Wie funktioniert das? Ich glaube, das ist so das Kernfrage, die echt, also kann man das kurz und knapp, ohne jetzt den Rahmen zu sprengen, einmal so einen Überblick da geben, sag ich mal, oder? Ja, such dir die richtigen Unternehmungen für die richtigen Verwendungszwecke, nenne ich das jetzt mal so. Okay. Und daher habe ich 5 verschiedene Unternehmen. Ich habe 1 in Europa, wo ich jeden Monat meine Steuererklärung abgebe, wo das System in Europa sagt, also ich handle da mit einer Kapitalgesellschaft, die dann am Ende aber Rechnung stellt an Unternehmen innerhalb der EU mit dem Reverse-Charge-Verfahren. Reverse-Charge-Verfahren sagt, ich muss keine Mehrwertsteuer ausweisen und jeder ist für seine Steuerlast selbst zuständig. Ja. Das dann in Europa mit Konzernen, die machen auch mit einer Liability Company wie in Amerika, USA, so eine Personengesellschaft, machen die keine Geschäfte. Man muss angreifbar sein, wenn es zum Streitfall kommt, braucht man ein Streitgericht, wenn es zu Reklamationen kommt und so weiter. Wenn man Waren und Güter verkauft, braucht man eine europäische Firma als Vehikel. Diese habe ich dann in Estland gewählt vor knapp 9 Jahren, 10 Jahren vielleicht, und am Anfang auch gute Fehler gemacht. Deklaration ist da das A und O. Wie kriege ich meine Gelder? Wir hatten jetzt von Europa gesprochen, und wie schütte ich meine Gelder aus? Die Ausschüttung ist dann der nächste Stolperstein, wo man sehr, sehr bedacht vorgehen muss, weil ich kann meine Steuerberaterin in Estland nicht bestechen und ich kann das System in Europa nicht umgehen. Also gibt sie dementsprechend jeden Monat die Sachen, die ich ihr zusende, die ich über meine Ausgaben oder über das Firmenkonto bekomme und auszahle, das gibt sie einfach so, wie ich sie vorgebe, ins System ein. Und das System sagt dann, Herr Andreas muss bei 50.000 Euro keine Steuern bezahlen. Auch Ausschüttung, Gewinnausschüttung. Da gibt es viele Leute, die sagen, aber ich habe da gehört und habe da gelesen und bla bla bla. Ich bin halt also kein Problem, sich jetzt einen Gewinn von 50.000 im Monat auszuzahlen. Nein, Finde ich kein Problem. Ist ja erstmal ein Gehalt, wo man erstmal hinkommen muss, sage ich mal. Das ist richtig, aber wenn man mit großen Mengen und 180.000 Tonnen ist eine Menge. Ah, ja, da kostet ein Container teilweise manchmal über 1 Million. Da kann man sich vorstellen, wenn es 180.000 Tonnen sind, wie viele Container da so... Ja, machst du schon fast so ein Schiff voll, sag ich mal. Okay. Die Leute denken immer, ich habe Geld. Nee, sorry, ich habe kein Geld. Mein Geld ist am Arbeiten, sage ich immer. Klar habe ich mein Gehalt, was ich mir auszahle im Monat, meine 2, 3, 4, 5.000 Euro, kommt darauf an, was ich gerade vorhabe oder ob ich mir ein neues Motorbike kaufen will oder ähnliches. Oder vielleicht auch mal verreisen will oder in einem guten Resort, wo du jetzt hier bist, in Naihan sein möchte. Dann schütte ich mir ein bisschen mehr aus. Aber ansonsten ist das Geld immer am Arbeiten. Also ich hole mir das raus aus dem System, ich investiere es aber auch gleich wieder. Ja, macht ja Sinn. Um damit es dann halt dementsprechend arbeiten kann und größer werden kann. Und ja. Da halte ich auch gar nicht lange dran fest, weil wenn ich es auf der Hausbank oder egal auf welcher Bank lasse, klar kriege ich irgendwie meine Rendite oder Prozente, aber das ist mit der Inflation eh eine Verarsche. Ist ganz gut, wenn man es halt immer so fest hat. Man hat zum Beispiel seinen festen Topf, das hat man so für Notrücklagen, hat man das. Weil wenn du zu viel Geld als freies Dings rumliegen hast, dann kenne ich es ja auch von mir gerade im Kryptobereich, ja komm, in den Meme-Coin nochmal, da was rein, da noch was. Und dann denkst du, oh, jetzt habe ich wieder hier so und so viel Geld verballert irgendwie so. Also ist schon, ja. Also ja, wenn du es nicht hast, es gibt dazu das KKIMO, nennt sich das. Es gibt einmal das Ikigai, das sagt dir so dein Lebensgrund, dein Lebenssinn, dein wieso und was kann ich online machen. So analysiere ich über das Ikigai, kommt aus Japan.
Und dann gibt es noch das japanische Haushaltsbuch. Das nennt sich Kakeibo. Kakeibo hat so verschiedene Töpfe und die Sachen gebe ich den Leuten natürlich auch an die Hand. Okay. Nachdem sie dann zu mir gefunden haben, fange jetzt erst mit dem Marketing an. Ich habe es, wie gesagt, ich stehe nicht auf brennenden Kohlen, sodass ich sage, ich muss jetzt unbedingt damit Geld verdienen und ich muss den Leuten da draußen auch unbedingt irgendwas verkaufen. Ich bin eher so der realistische Typ, der sagt, ich beantworte dir deine Fragen und wenn du danach Bock hast, mit mir zu arbeiten, dann komm gerne wieder zurück, aber ich bitte dir deine Freiheit. Ja. Ich muss die Leute ja gar nicht mit einem Pitch am Ende immer gleich binden, so bin ich einfach nicht. Und das habe ich halt gelernt über die Jahre, die Leute kommen von ganz alleine auch irgendwie auf dich zu. Ja. Und wenn du lange genug die Fahne in den Wind hältst und vor allen Dingen, wie wir jetzt gesagt haben, lange genug dein Thema durchziehst und die richtigen Leute und Energien mit dir mitträgst, dann wird das Thema erfolgreich werden. Da kannst du gar nichts gegen machen. Ja. Wenn du eins und eins zusammenzählst, dann wird es so passieren. Absolut, absolut, sehe ich auch so. Wenn man halt die richtigen Action-Steps in die richtige Richtung rausgibt, sag ich mal, und authentisch dabei bleibt. So genau, das war ja bei dir auch alles am Anfang nicht einfach. Ne? So, klar, hast du ein bisschen Startkapital mitgebracht, aber dennoch hast du alles so mit für dich auf deine eigene Karte gesetzt und musstest natürlich dann auch erstmal herausfinden. Das Wissen in Indonesien, das kriegt man ja auch nicht einfach so auf den Teller präsentiert. Stimmt schon, definitiv, definitiv. Da ist schon viel Erfahrung machen, viel. Man muss einfach immer in die lebendige Erfahrung. Das ist auch, was die Menschen sagst. Du kannst in der Theorie, kannst du es letztendlich, du musst selber die Erfahrung machen. Aber klar, wenn du dir einen Mentor holst oder jemanden, der das ganze Thema schon mal durchgespielt hat, ja. Dann kannst du halt einfach viele Fehler vermeiden und dadurch auch einfach viel Geld sparen, sag ich mal so, ne? Ja, Geld und Zeit, ne? Wenn die anfangen zu recherchieren und ich habe ja täglich Gespräche, wo Menschen mir sagen, ich habe da gelesen, ich habe da gehört. Es gibt da so eine spezielle Gruppe, wo sehr viel Informationsaustausch stattfindet, aber wenn jetzt sagen wir mal, Simon 27 aus Leipzig sagte in der Gruppe Digitalnomaden oder wo auch immer, dann weiß ich nicht, ob der Simon 27 der richtige Mensch ist, der dir das empfehlen könnte. Das ist ja genauso beim Online-Business-Aufbau. Der Nachbar seit 37 Jahren Gärtner, ohne die Online-Business funktioniert nicht. Ja. Der hat die Erfahrung, mir das zu sagen. Genau. Das ist das, ja. Genau. Und, und deswegen muss man da auch immer vorsichtig sein. Was liest man? Wem vertraut man? In welche Richtung geht man? Wie lange recherchiert man vor allen Dingen? Weil dieses Recherche-Thema ist natürlich, hält dich erstmal so ein bisschen im Stillstand. Die Menschen denken, sie kriegen dadurch Sicherheit, was sie am Ende aber vollkommen verwirrt, weil sie stehen vor, ich habe täglich Gespräche mit Menschen, die seit über 3 Jahren, 4 Jahren am Recherchieren sind. Mhm. Und am Ende haben sie mit mir 1 Stunde Gespräch und es werden alle Fragen beantwortet, die sie hatten. Ja. Und danach müsstest du dann erstmal damit klarkommen, dass plötzlich, jetzt habe ich alle Fragen. Keine Frage ist mehr offen. Eine brutale Abkürzung zu welchen. Ja, ja. Also, genau, ne? Definitiv, genau. Definitiv. Genau. Ja. Und ich habe viel, viel Zeit dafür investiert, nicht um es zu mono, wie sagt man, monetarisieren oder so. Monetarisieren, ja. Da halt Business draus machen. Das ist nicht mein Ding. So, ich bin auch keiner, der von Skalieren spricht oder Ähnlichem, sondern ich kenne mein Vermögen eigentlich gar nicht wirklich richtig, weil es ja ständig am Arbeiten ist. Klar, probiere ich natürlich Marktführer zu produzieren, wenn ich mit meiner Online-Marketing-Firma in Bereiche reingehe, Startups und so, dann probiere ich die so hoch wie möglich zu bekommen, weil ich da meine Prozente dann am Ende bekomme und wenn die den Exit machen, dann kriege ich ein paar Millionen ausgeschüttet, okay. Aber am Ende muss man natürlich genau auch ein Gefühl dafür bekommen, wo investiere ich meine Zeit und wo nicht. Und ja, war eine lange, lange Reise für mich, aber am Ende des Tages jetzt 8,5 Jahre, ist das Thema super und rechtssicher. Ich kann zu jedem Flughafen gehen, zu dem ich möchte, kann mich weltweit frei bewegen und mein Business weiter aufziehen. So. Ja. Daher, dann kam noch eine Hongkong-Firma dazu, noch eine Singapur-Firma dazu. Also Estland, Amerika. In Amerika habe ich 3 Offices, wo ich auch ein CPA eingestellt habe. Der CPA ist ein geprüfter Steuerspezialist. Die Kooperationspartner bei mir, die bleiben immer anonymisiert. Mhm. Also die stehen einmal in der Gründungsurkunde und danach ist der CPA zeichnungsbefugt. Also müssen die wieder eine Unterschrift tätigen. Okay. Und auch die Adresse wird verschlüsselt und so weiter. Und das ist alles rechtssicher, weil ich halt auch Rechtsanwälte in Amerika habe. Genau. Ja, ich hoffe, deine Frage beantwortet war. Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr allumfänglich. Also ich glaube, ihr merkt schon, da gehört auf jeden Fall ein bisschen mehr dazu. So, auf jeden Fall. Aber alles sehr, sehr durchdacht. Also da sitzt auf jeden Fall ein Mann der Expertise von der ganz Geschichte hat. Wir haben auch schon das Thema Money, also das Thema Geld, jetzt schon ein bisschen angesprochen. Hast schon gesagt, so viel Unternehmen, wenn man das Unternehmen verkauft, Gewinnbeteiligung, da werden Millionen dementsprechend drin. So, ja, dann, also was hast du zu sagen? Was waren so die größten Verluste finanziell gesehen, die du in deinem Leben gemacht hast? Und auch so, was waren so die besten Moves, womit hast du am meisten Geld verdient? So, und was sind so overall, wenn du es erzählen magst, so die Firmenwerte, von denen wir jetzt gerade so sprechen, was du dir so aufgebaut hast, sag ich mal so? Meine größten Fehler waren gewesen, dass ich auf, wie soll es anders sein, auf die falschen Pferde gesetzt habe oder den falschen Menschen vertraut habe. Das geht bis hin zum besten Freund oder
oder auch besten Geschäftspartner, wenn die Zahl stimmt. Also man sollte, ähnlich wie man es im Kryptobereich sagt, not your key, not your coin, Ja. sollte man immer darauf bedacht sein, sich doppelt und dreifach abzusichern. Gerade wenn es um größere Beträge geht, und bei größeren Beträgen spreche ich jetzt nicht von 10 oder 20 oder Hunderttausenden, sondern wirklich, wenn es ins Eingemachte geht. Ich meine, dein Projekt ist auch mehrere Millionen, Ja. trägt es an Kapital. Da muss man sich einfach so dementsprechend absichern, damit Doppelt und man. dreifach, definitiv so. Ne? Genau. Das ist eine, ich meine, nur weil jetzt jemand in der Zeit ein guter Freund ist, wo man vielleicht mal 10.000, 20.000 verdient hat, so wenn es dann wirklich darum geht, dass Menschen sagen, hey, wenn ich das hab, dann habe ich eine neue Identität, lebe irgendwo in Südamerika und du Das ist hörst nie ja, wieder was von mir. das ist ja, ja. Das, einige schalten halt komplett ab. So, ne? Das Das ist, ist ja, so ja. eine Handynummer zu tauschen, ist sehr günstig. Ja. Und auch sich aus der Identität herauszuziehen, ist auch machbar. Kommt immer auch den Betrag drauf an. Und für manche Leute sind schon für 10.000, 5.000 € oder 50 € teilweise, wenn man jetzt so an die Hartz-IV-Empfänger denkt in Deutschland, die sich dann teilweise von ihren Freunden 50 € leihen, wo man eh weiß, die sind Deswegen dann Beziehung wieder. aufs Spiel setzen, ist schon Ja, krass, ne? Schon krass, oder? Also. und Geld, da hört die Freundschaft auf, ist ja so immer so das Motto eigentlich auch, ne? Verleihe nicht dein Haus, deine Frau und Ja. dein Auto oder und Geld. So. Mein Auto hat gerade Nebras, ich hoffe, du gehst damit gut um. Ich Ja. denke, du hast die richtigen Leute an der Hand. Ja, definitiv, definitiv. Aber klar, gerade uns, also persönlich auch beim Geld leihen, also habe ich auch irgendwann einen Cut gezogen, weil dadurch wirklich auch Freundschaften kaputt gegangen sind. Gerade wenn man angefangen hat, mehr Geld zu verdienen, die Menschen denken, ach, der hat das eh, komm, da leih ich mir was, dem muss ich das gar nicht zurückgeben. Und das geht halt nicht so. Weißt du? Da machst du ja echte Beziehungen mit kaputt. So. Also, Ja, und da muss man einfach sich selbst treu sein und da einfach eine Grenze, einen klaren Strich ziehen. Man verleiht einfach kein Geld, ja. weil man tut den Leuten auch keinen Gefallen damit, wenn man ein Loch reinreißt, Ja. was sie vorher nicht hatten. Wenn jetzt einer mich fragt, ey, kannst du mir 100 Euro leihen? Dann sage ich lieber, weißt du was? Hast gerade finanzielle Probleme? Nimm die 100 Nimm die Euro. 100 € und melde Okay, dich dafür nicht mehr. recht. Also, Und die so. werden sich ja eh nicht mehr melden. Das ist Genau, ja so nach dem klar. Motto, dass man lieber sagt, schenkt ihm das, bevor dann irgendwie, ja. Daher mein größtes Learning und finanzielle Verluste war mit 22 Jahren. Da hatte ich eine Immobilienfirma in der Seitenstraße am Pudern, in der Citrusstraße, und habe knapp 180.000 € im Monat gemacht durch Immobilienvertrieb, was nicht alles hundertprozentig rechtssicher war. Wie sollte es anders sein bei so großen Erträgen oder Ausschüttungen? Also 180 Provisionen im Monat, das ist schon ordentlich Gas gegeben mit 22 dann, ne? Ja, ich habe aber auch 44% an Renditen bekommen pro Immobilie. Okay. Ich habe einmal 30% exklusiv bekommen durch einen Bauträger, den ich gut kannte, und dann habe ich das nochmal hochgeraced durch die Finanzierungsvermittlung. Also ich habe dann studiert, Finanzierungsvermittlung für Grundstücks- und Wirtschaftseinstufungen gemacht, und damit konnte ich dann nochmal 1,75%, und dann habe ich noch 110% Finanzierung gemacht. Dadurch sind nochmal 10% abgefallen, und dann war ich irgendwann bei knapp 44%. Okay. Bis dann halt mein Partner leider Gottes eine Straftat begangen hat und die nicht gerade unbedacht war oder ja unerwähnenswert im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit. Sehr interessant für die Staatsanwaltschaft, und ich war halt mal Feldjäger und kenne mich mit den Gesetzen ganz gut aus und wusste, da gibt es. Bundeswehrkarriere auch noch da davor War gewesen. vorher, Okay, genau, war ich ja. Feldjäger gewesen. Also mein Leben, the life is a rollercoaster, sage ich immer. Und ich habe wirklich Ja. viel, viele Erfahrungen sammeln dürfen und können und habe sie auch aufgenommen mit einem Filter, der mich heute zu der Position bringt, halt nicht arrogant zu sein und nicht abgehoben zu sein, sondern wirklich hilfegebend und sozial empfänglich zu sein, um Menschen halt auch irgendwie Sicherheit zu geben und nicht derjenige, den du gerade sagst, der kurz mal auf die Bühne kommt und schnell wieder abgezogen ist, weil er dementsprechende Umsätze generiert hat. Ja. Der Umsatz ist mir dabei ehrlich gesagt relativ egal. Klingt jetzt vielleicht arrogant, aber ich kann es mir einfach leisten, mit den Leuten auch auf normaler Augenhöhe zu sprechen, auch wenn sie jetzt gerade hilfebedürftig sind, muss ich ihnen nicht ihr letztes Geld wegnehmen. Ja. Und da kommen wir dann auch schon zu meinen besten Hypes, die ich hatte, im Bereich Investments. Und die sind jetzt noch am Entstehen, weil Supermärkte unterzeichnen 20-Jahres-Verträge, 10-20-Jahres-Verträge. Und da ist der Return of Invest noch gar nicht sichtbar. Das andere beste Investment, was ich gemacht habe, war eine eigene Transportmanagement-Software zu programmieren mit einem Partner von mir zusammen vor 7 Jahren, die uns heute sehr viel passives Einnahmen bereitet, weil die Menschen einfach diese Software brauchen im Transportbereich, weil sie in der Cloud gebunden ist und von überall aus steuerbar ist, also Disposition ist gekoppelt mit der Buchhaltung,
Buchhaltung mit dem Fahrer, Fahrer mit der Buchhaltung und so weiter. Das kann halt alles in Echtzeit abgewickelt werden, was in manchen Betrieben heutzutage immer noch so ein Wow-Effekt vorruft, weil sie halt mit ihren Excel-Tabellen arbeiten und die Berechnungen, Kilometer, dann haben sie zwischen Subunternehmer und dann müssen sie das wieder kalkulieren und das macht halt die Software, die wir programmiert haben, irgendwann mal vollautomatisch. Dann habe ich in eines der mittlerweile marktführenden Startups investiert vor knapp 7 Jahren, meine Marketing-Expertise, habe dafür Prozente des Unternehmens mitbekommen. Das ist die Firma Plamura, nennt die sich. Das ist so ähnlich wie Booking.com, aber wenn ich eine Palette von A nach B versenden möchte, gehe ich auf die Plattform plamura.de, kann eingeben von wo nach wo und dann kriege ich halt ein Ergebnis von 650 Speditionen, die ihren Preis dort direkt öffentlich und transparent Quasi ein zeigen. Vergleichsportal für. Vergleichsportal. Okay, ja, Genau. cool. Und dann klickst du drauf und sagst, ich nehme das und dann morgen steht der LKW vor deiner Tür. Also für jede Werden ja Partei. auch hohe Umsätze wahrscheinlich gemacht, sag ich mal. Das ist dann schon War eine. jetzt nicht bei der Höhle des Löwen, aber dennoch bei anderen Unternehmer-Pitches und Investor-Pitches gewesen, habe ich die Jungs da halt hingebracht, die mussten pitchen. Ich war gerade in Mallorca gewesen in der Zeit, habe halt von da aus alles gesteuert, wie das Marketing und die ganzen Kooperationen, Netzwerke, die ganzen Speditionen auch kalt angerufen. Das ist so mein Direktmarketing-Möglichkeit, die ich halt auch habe. Klar, E-Mailing und so weiter ist alles okay, aber man muss die Leute ans Telefon bekommen, und damit die Spedition erstmal ihre Tarife ordentlich zeigen, war das ein zäher Kaugummi, den ich kauen musste. Also Viel Arbeit, die reingesteckt ist, aber die sich jetzt eben auszahlt. tausende Jetzt. Arbeitsstunden, Ja. tausende Arbeitsstunden, und ich wusste auch nicht, wo die Reise hingeht. Und dann hat irgendwann ein Investor Blut geleckt und hat gesagt, krass, finde ich gut. Und die kriegen jetzt mittlerweile jedes Jahr, kriegen wir da 2 bis 3 Millionen Investments, um das Thema noch zu erweitern mit Programmierern, und es ist eine Menge Arbeit noch, was da noch ansteht, aber ich bin der stille Teilhaber Ich wollte gerade sagen, auch mittlerweile. outgesourced, ne? Also du hast viele, viele Dinge, das merkt man jetzt schon so im Gespräch, dass du viele Dinge mal Energie reingesteckt hast und dich dann Genau. halt mehr rausgezogen hast und trotzdem halt noch weiter einkommen. Also unternehmerisch sehr, sehr smart agiert so auf jeden Fall, finde Richtig. ich. Das läuft eigentlich mit all meinen Projekten oder Unternehmungen, dass ich zeitlich gegen Geld getauscht habe. Das Ja. ist jetzt mit weltweit Leben ein bisschen was anderes, weil die Menschen brauchen auch einen Menschen, der mit ihnen spricht. Da habe ich keine Setter und keine Closer oder ähnliches da im Einsatz. Das werde ich auch niemals machen, weil ich eben wichtig ist für mich, die Menschen halt auch irgendwie zu verstehen und zu spüren. Und ich muss auch da ganz ehrlich sagen, ich mache nicht mit jedem Geschäfte, sondern teilweise weise ich die dann auch so ab, wenn die mir da zu kriminelle Handlungen im Hintergrund oder diese Jagd nach den 0% ist ja dann nicht immer nur auf Seriosität aufgebaut, sondern dann gibt es ja auch viele Leute, die sagen, ist mir eigentlich egal, wie kriegen wir das hin? Und dann bin ich halt raus. Und dann sage Okay, ich, ja. such dir bitte einen anderen Consultant. Also an alle, die jetzt illegale Aktivitäten dementsprechend machen oder irgendwo Bargeld rumliegen haben, da bist du dann nicht doch nicht der Ansprechpartner, um das jetzt irgendwo auf die und die Art und Ja, Weise es kommt irgendwo. drauf an. Also wenn Sie Bargeld rumliegen haben, ist das gar kein Stress, wenn das Bargeld aus, ich sag mal, ethisch vertretbaren Bereichen kommt. Ich mache keine ungern Geschäfte mit Menschen, die Casinos haben, ungern mit Menschen, die im Rotlicht oder mit Camgirls. Wir haben heutzutage die Zeit von OnlyFans, wo die Mädels da sich da irgendwie halb verkleidet zeigen. Die OnlyFans-Leute sollten sich auch da Obacht. OnlyFans macht nur mit privaten Leuten Geschäfte, also lasst euch nicht von irgendjemandem eine LLC aufquatschen oder ähnliches. Weil die Gibt auch wird welche, halt die, also einige Mädels in Bali, die wirklich Unmengen an Geld machen. Unmengen an Geld. Das ist wirklich, also wir Das ist reden wirklich korrekt. von, was weiß ich, eine, die 80.000 macht im Monat, die eine, die irgendwie über 100.000. Das ist abnormal, was die wirklich an Geld verdient. Ne? Pro Also. User, glaube ich, 7 € oder 5 € kriegen die ab. Und wenn du dann halt mal 1.500 oder wenn es in die Zehntausende geht, dann hast du da schon. Ich habe auch hier auf Schon einer krass. Party, haben wir im VIP-Bereich letztens welche kennengelernt, 2 Mädels. Die verdienen im Monat eine knappe 1/2 Million bis zu 1 Million. Die wissen gar nicht wohin, die wissen gar nicht, was sie damit Ja, die haben machen. keinen Plan von gar nichts. Das sind Aber teilweise echt so ja. junge Mädels komplett unbewusst so einfach machen so. Plötzlich sind sie in Goldtopf Ja, gefallen, ne? eben, Und ja. sind meistens dann auch irgendwelche energetischen Girlies so, wo die sich sagen, naja, ich mache das jetzt einfach mal. Aber der Bumerang wird da auch noch kommen. Also das bleibt nicht, das ist kein unbeschriebenes Blatt, gerade beim Finanzamt, dass da Menschen mit Fotos Geld verdienen und keine Steuern ausweisen. Daher kann es auch sein, dass da die Gewinnausschüttungen bald irgendwann platzen werden. Kommt immer darauf an, wo die Leute stationär sind Ja. oder ob sie halt reisend sind. Genau. Daher soweit zu meinen größten Learnings und zu meinen größten Verlusten, und meine größten Einnahmen kommen hoffentlich noch in den nächsten 5 Jahren, Ja. sodass ich dann nur noch mich darauf konzentrieren kann, irgendwie Bauern, Menschen, Kindern
zu helfen. Das ist auf jeden Fall die Vision, in welche Richtung das geht, so einfach Gutes für die Welt zu tun, so sag mein, ich mal so. Ja, mein Endgegner, also wenn wir so über Zukunftsvisionen spreche ich immer meinen Interviews ganz gerne, so was willst du eigentlich noch von der Zukunft und was willst du noch reißen? Ja. Spiele sprechen von Geld, was sie so noch haben wollen und Häuser und dies und das und im Ausland leben. Meine Mission ist eher, und die kam mir irgendwann mal beim Meditieren, ein Nachtgolfturnier zu organisieren, wo Leute nachts leuchtende Golfbälle schlagen. Aha. Jeder geschlagene Ball ist dann, steht dann für einen guten Zweck. Mhm. Und dann so, sollen die auch so vor der Kamera mit dem Leuchtball sind. Ich bin jetzt dabei, Golf zu trainieren, ich habe aber dennoch Sex. Also viele sagen, entweder golfen oder Sex haben. Aber geht auch beides. Ich habe auch schon 4, 5 Mal Golf gespielt. Ist das eigentlich ganz cool. Damals sagt ihr auch so, für alte Leute, aber nö, ist ja, wenn man, cool. wenn man es auf eine gewisse, ich sag mal, sportliche Art und Weise tätigt, so wie ich dann nach dem Golfturnier, und da bin ich schon sehr, sehr weit. Die Vision kam mir vor 7 Jahren, 8 Jahren, fast genau in der Zeit, wo ich dann halt steuerfrei wurde. Dann habe ich immer mehr Hilfe gegeben, immer mehr Einnahmen davon dadurch auch generiert, weil umso weniger Fokus ich auf das Geld gelegt habe. Ja. Und da hinterher zu rennen oder zu jagen, umso mehr kam es von alleine auch irgendwie zu mir. Und da muss man halt nur noch strategisch entscheiden und als Unternehmer unternehmerisch denken. Ja. Und halt auch die Gelder immer wieder in verschiedene Assets parken, sodass man dann halt, wenn der Tisch so auf 7 Beinen steht und ein Bein bricht weg, dann gibt es halt kein Earthquake. Dann macht es nur ein bisschen so Wappe. Ist man eben gut aufgestellt. Genau, und dann brauchst du auch keine Angst haben, dass wenn das eine Business wegfällt, dass du halt gleich am Arsch bist. Ne? Ja. Und so habe ich, und das kann ich eben nur empfehlen, in verschiedene Bereiche sein Geld auszuparken oder auszugliedern, auch verschiedene Währungen zu nehmen, verschiedene Assets zu nehmen, mit Edelmetalle, Kryptos, Immobilien, natürlich auch in sich selber Geld zu investieren, ja, um irgendwie voranzukommen und mehr Wissen zu tanken, weil nicht jeder ist mit einem Online-Skill geboren und nicht jeder ist damit geboren, unternehmerisch zu handeln oder zu denken. Beigebracht wird uns das in der Schule auf gar keinen Fall, da müssen wir leider Gottes einhaken, und deswegen haben wir auch eine Online-Schule gegründet, wo wir so freies Lernen haben, mhm, wo auch natürlich Unternehmertum, Meditation und sowas alles auch auf dem Schulplan steht. Ja. Also daher, ja, erstmal in die richtige Richtung denken und dann entscheiden und dann unternehmen. Ja. Dann umsetzen. Und dann ja, nicht in einer Eventualität leben, was würde wenn, was hätte, würde, könnte, sondern go for it. Und lieber einfach mal machen, einmal mal ein paar mehr Fehler machen, sag ich mal so. Genau. Klar, wenn man sich dann eben noch Abkürzungen, Mentoren holt, die eben die Expertise in den Berichten haben, dann was soll dann letztendlich passieren? So, ne? Definitiv. Richtig, weil die haben sich ja schon nicht ohne Grund ihre Finger verbrannt, sage ich mal in Anführungsstrichen. Oder haben Learnings gehabt, die man selbst gar nicht hat, weil man einfach nur in seinem, ich gehe morgens zur Arbeit, komme nach der Arbeit, also erstmal zur Arbeit brauche ich eine Stunde, muss eine Stunde früher losfahren, muss früh aufstehen, warte auf Freitag, komme nach der Arbeit immer wieder nach Hause, guck dann noch ein bisschen Fernsehen. Ich meine, du hast ja bestimmt auch, wann hast du das letzte Mal Fernsehen geguckt? Deutsches Fernsehen, heute schon über 10 Jahre her, sag ich mal so. Aber ich kenne genau diesen Ablauf, weil ich habe ja damals mal Maurer gelernt. Das war so mit 15, wo ich meinen Hauptschulabschluss gerade fertig habe, dann durch die Ausbildung Realschule bekommen und dann habe ich erst mein Abi nachgemacht. Deswegen, also ich hatte ja schon früh diese Erfahrung. Es war wirklich morgens um 5 hoch, ja, war es um 6 auf dem Platz, Stunde nach Hamburg fahren, genau, dann irgendwie 8, 9 Stunden arbeiten, teilweise ja, Überstunde, dann fährst du eine Stunde zurück im schwitzigen Bus, im Winter bei minus 20 Grad auf der Baustelle, dann willst du abends noch Sport machen. Ist ja kein Leben, so sage ich mal. Wenn dann Freitag noch sagt, so, oh, wir müssen eigentlich morgen auch noch mal her, ja, wie sieht's aus, Samstag arbeiten? Ja. Oh, du bist im Arsch, ne? Du bist einfach komplett im Arsch. Ja, und auch kreativ und energetisch, ja, kommen auf einem Low Level. Ja. Also ich muss sagen, seitdem ich meine Freiheit genieße, sprudeln ja auch gewisse Dinge aus mir raus, wo ich dann halt auch dranbleibe, so wie jetzt halt das Thema zu sehen. Ich meine, ich muss es nicht machen. Ich müsste jetzt nicht weltweit Leben auf die Spielfläche bringen. Ich habe aber Bock darauf, ja, den Leuten auch irgendwo eine Hand zu halten und eben gegen genau diese Menschen vorzugehen, die da draußen teilweise 500 oder 1600 Euro Erstberatungsgebühr wollen. Ich möchte hier keine Namen nennen und auch mein Rechtsanwalt hat mir davon abgeraten. aber ich denke, viele Leute wissen, um wen es da geht. Und ich sehe es einfach so, dass wir mal, und das habe ich zu Kevin vorhin schon gesagt, wir sind irgendwie 0,01% der deutschen Bevölkerung, die wirklich den Weg dann auch gehen. Der Rest träumt davon oder ist halt in seinem Narkoseschlaf durch Covid-Impfungen oder was auch immer sie alle da für Spiele mitspielen. Rassenmischungen, Rassentrennungen, Entzweigungen oder Entzweihung der Familien.
Da gibt es ja sehr, sehr viel, was. Immer mehr die Menschen gegeneinander aufhetzen. Genau. Halt immer so Schwarz-Weiß-Denken einfach in die Köpfe implementieren. Das ist ja genau das, was wir auch immer versuchen, irgendwo wegzubringen. So weg von diesem Schwarz-Weiß-Denken. So, es ist jetzt nicht gut oder schlecht. So, du musst letztendlich immer nur entscheiden, was ist für dich dienlich, richtig, was ist für dich nicht dienlich, sag ich mal so. Richtig. Und wenn du dann nach dem Prinzip lebst und halt nicht mal alles in gut und schlecht unterteilst, so dann. Ja, wird schon mal vieles einfacher, sag ich mal. Gehe ich auch von aus, ja. Gehe ich auch von aus. Da müssen die Leute halt entweder erstmal selbst in die Entscheidung kommen und danach in die Umsetzung kommen. Klar, wer jetzt keine Zeit investieren kann und die Abkürzung will, der muss Geld investieren. Muss man einfach ehrlich sagen. Ja, definitiv, definitiv. Also ich muss. Machen wir ja nicht anders. Genau. Ich muss ja auch, wenn ich Rechtssicherheit haben will bei neuen Produkten, die ich jetzt auf den europäischen Markt bringen möchte, dann muss ich einfach, wenn ich beispielsweise, ich möchte vegan sein, und dafür eine Zertifizierung haben oder ich möchte organic sein oder ich möchte auch nur ein Social Audit haben. Ja. Also sprich PRC ist auch so ein Stempel, was für die Supermärkte unerlässlich ist. Da musst du Audits, also du musst... Ja genau, oder wie bei uns jetzt, wir haben jetzt auch die ISO-Zertifizierung für Qualitätsmanagement, Sicherheitsstandard, da kommt eine externe Kraft, die überprüft dich, so du musst Dokumente liefern. Und du musst die Bücher offen halten und dann du hast halt keinen Kumpel vor dir, wo du sagen kannst, oder jemand, der bestechlich ist oder ähnliches. Sondern du musst dann die Hose runterlassen, dich nach vorne beugen und kurz mal husten. Und wenn übertragenen Sinne, ja. wenn die dann irgendwas finden, dann geben die dir auch dein Zertifikat. Und dafür sind die halt auch da, um dementsprechend die Sicherheit des Endkunden und des Endverbrauchers, so wie bei euch jetzt mit dem ISO-Thema, das war halt auch das, wo ich gesagt habe, es geht in die richtige Richtung. Ja. Dann war natürlich, Zufälle gibt es in meinem Leben nicht, aber dann hast du auch noch gesagt, du hast den Flug hergebucht. Ja, genau. Nach Phuket und das ist auch immer ganz spannend, wie das Interview entstanden ist. Wir waren tatsächlich im Call, weil der Manu uns jetzt zusammengebracht hat. Und da habe ich gesagt, so, ja, morgen fliege ich nach Phuket. Ah, ich lebe in Phuket. Ja, mega, lass uns das Treffen ein Interview. Ne? Also, genau. Und daher war das halt auch so ein, für mich so ein Meilenstein, den ich abwarten wollte bei euch. Wann kommt die Zertifizierung? Und ja, das kam jetzt eigentlich alles so in einem Atemzug, so gesehen. Und daher fand ich sehr imposant zu sehen, dass es dann halt auch irgendwie dazu kommt, dass wir uns auch live treffen können, dass die Leute ein besseres Gefühl dafür bekommen, dass wir halt eben nicht nur Fremde sind, die sich von außen begucken und sich dann gegenseitig Affiliates geben. Eben, definitiv. Ja, das ist schon mal eine ganz gute Herangehensweise. Das ist für mich ja auch mal persönlich, dass man, wenn man sich persönlich trifft, man hat ein ganz anderes Feeling dazu, irgendwie, als wenn es halt doch nur online ist irgendwo so. Ja. Und man kann da nochmal ein bisschen tiefer reinschauen so. Und es ist ja auch super spannend, was du hast ja so viel zu deiner Lebensgeschichte, zu deinen Firmen, alles jetzt gerade erzählt, sag ich mal. Eine letzte Frage haben wir immer noch zum Thema, also Mindset, Money und Märkte. Du hast jetzt schon gesagt, eigentlich hast du die Frage schon beantwortet, du hast so viele Standbeine. Aber was sind deine favorisierten Märkte, wo du jetzt wirklich sagst, so hey, da sehe ich jetzt auch für die Zukunft, das sind so, oder was sind Märkte, mit denen du hast du gute Erfahrungen gemacht, so, was sind Märkte, in denen du die meiste Expertise hast, so? Zukunftstechnisch gesehen ist für mich natürlich das Thema Edelmetalle ein Thema, wo man von außen gerade die Weltpolitik beobachtet. Also wir gehen jetzt von den BRICS-Staaten aus, die jetzt die ganzen Goldvorhaben in der ganzen Welt in kleinen und in größeren Mengen einkaufen. Ich glaube, gerade Russland hat ja extrem viel eingekauft, glaube ich, oder? Russland, China, Thailand hängt voll mit Gold, ist jetzt auch den BRICS-Staaten zugewandt. Die Türkei ist den BRICS-Staaten zugewandt. Also es wird Indien dennoch... Wie bitte? Indien, glaube ich, auch extrem stark, oder? Ja, genau. Indien auch. Es wird vielleicht wieder irgendwann der Goldstandard ausgerufen werden können, was natürlich mit digitalen Assets immer sehr schwer ist, ich sag mal so, aber da gibt es ja auch dieses Verknappungsthema. Daher, also Edelmetalle an erster Stelle, würde ich sagen, an zweiter Stelle stehen dann für mich schon die Kryptos, also Investitionen in verschiedene Krypto Currencies, also der Bitcoin ist mal eine schöne Geschichte. Um jetzt den Bitcoin irgendwie zu verzehnfachen, muss da eine ganze Menge Kapital in den Markt reinfließen, weil da sind einfach schon, wenn man jetzt Market Cap an sich anguckt, Coin Market Cap, wenn man sich das anguckt, wie viele Milliarden jetzt schon im Bitcoin drin hängen, die müssen ja dann, wenn das X5 machen soll, oder auf 1 Million hochgehen soll, da müssen dementsprechend Kapitalinvestitionen getätigt werden, die sind nicht gerade gering. Das stimmt. Und wenn man dann eher so auf die Altcoins geht, beispielsweise auf Solana, Ableger oder ähnliches, aber ich habe bei mir im Team auch einen der besten und renommiertesten Kryptologen, der so Wallets macht und Assets und verschiedene Coins kauft mit den Leuten aus meinem Netzwerk. Das Thema Tokenisierung, Immobilien würde ich mir jetzt persönlich selbst nie wieder alleine kaufen, sondern eher dann Anteile daran, damit ich da halt auch irgendwo mein Risiko ein bisschen besser abfedern kann.
Und wenn die Immobilie mit, sagen wir, Investitionen von, die normalerweise 3 Millionen kostet, ich habe 30 oder fast 50 oder 100.000 investiert, habe ich immer noch nicht die 3 Millionen genommen, ne? Also Ja, mir einen eben, ja. Kredit ans Bein gelacht, wo ich dann weiß ich, wie lange für abzahle. Daher dann auch das Thema Immobilien oder generell Tokenisierungsprojekte, die ja immer mehr auch für die Gesellschaft und für die Allgemeinheit greifbar sind. Ja. Was ja eben auch genau unsere Mission ist, dass eben noch greifbarer Genau, ist für die genau, Menschen, dass da genau. eben auch Aufklärung zu betreiben. Hey, da ist die Zukunft des Immobilienmarktes, absolut, ja. Das ist definitiv so. Dann AI-Themen, Aktien weniger. Aktien ist nicht so mein Ding. Ich mache eher so das Daytrading-Thema, aber da gebe ich auch meine Gelder immer in vertrauensvolle Hände. Okay. Also auch wieder outgesourced komplett Auch sogar. wieder Weil outgesourced. gerade Daytrading ist ja, haben wir vorhin auch schon kurz drüber gesprochen, das bereitet mir Kopfschmerzen, weil ich den ganzen Tag irgendwelche Charts beobachten muss und kann nachts nicht richtig schlafen, weil ich muss den Trade gegebenenfalls schließen oder was weiß ich so. Also das ist für mich ein Einschnitt in die Lebensqualität irgendwo, ja. Da gibt es aber Leute, die das sehr gut drauf haben, die Ja. nicht den ganzen Tag vor den Charts sitzen, sondern die so beim Eröffnen und beim Closing ihre, ja, man setzt ja heutzutage nicht mehr nur auf steigende Kurse, sondern du kannst da auch mit fallenden Kursen Geld verdienen. Du kannst dir Fremdkapital organisieren über Stimmt. FPMO beispielsweise, wenn du dort Ja. verschiedene Challenges machst und dann kannst du dir schon bis zu 1 Million Fremdkapital ohne eigenes persönliches Risiko kannst du das verwalten und kannst damit traden. Aber dann natürlich auch für steigende und fallende Märkte. Ja. Und das ist auch nicht so mein Ding. Ich bin eher so der realistische Typ, gehe gerne raus, rede gerne mit Menschen. Da gibt es aber die introvertierte Partei auch in meinem Netzwerk, die sagen, der eine muss halt am Tag nur irgendwie 1, 2 Stunden machen, der macht es aber seit 20 Jahren und verdient auch wirklich richtig Geld damit. Und der verwaltet auch mein Geld. Und dann gibt es den anderen, der ist halt so in seiner Bubble, in seinem Zimmer und hat seine 7 Monitore. Nicht jeder Monitor macht dich mehr fähig, Das sage stimmt. ich mal so. Viele denken, noch ein Monitor und danach habe ich aber den Schlüssel der Weisen. Also man kämpft da und wenn man sich das mal Trading-Bereich anguckt, wenn man so herkömmliche Märkte nimmt, wie DAX, Dow Jones, Nasdaq und so, dann kämpft man eigentlich als einzelner Kämpfer gegen eine Herrschaft von tausenden ausgebildeten Menschen, die teilweise in einem Raum sitzen. Und da gibt es wirklich so Wall Street-Dinger, Ja, kann die ich vorstellen. sitzen Ja. tausende oder hunderte sitzen in einem Raum und arbeiten nur für eine einzige Firma. Wir nehmen mal die Firma BlackRock, die hat tausende Trader am Tag, die alle studiert sind. Und dann möchtest du als Newcomer kommen mit deinen, sagen wir es mal, 50 bis 100.000 Euro. Du kämpfst gegen einen an, der hat Milliarden. Und da ist es natürlich einfach, die kleinen Fische dann auch emotional rauszufischen, weil wenn du dann erstmal anfängst, mit einem Hebel zu arbeiten und du hast da deine letzten 5.000 drin, Da dann musst du wieder bist du Kapital nachschießen und diese Margins genau, erhöhen und sowas. genau. Den kriegst du ja bei den Jungs manchmal mit, so, ne? Dann Und dann bekommt er die ja. Meldung, ja, Kevin, kannst du mal ein paar tausend rüberschicken? Schick Ich mal, schick mal muss hin. hier Ich bin gleich so weit, bin mein gleich Stop-Loss erhöhen, sonst werde ich so liquidiert. weit. Das Genau, kenne ich irgendwoher, genau. ja. Das kenne ich irgendwoher. Da gibt es ja diesen Call, den man bekommen kann. Den hatte ich auch zum Glück mit meinen Investments noch nie, aber genau. Und daher, sowohl als auch investieren in gute Sachen und vor allen Dingen auch an die Menschen glauben. Ja, da draußen ist nicht alles Scam, nur weil die Leute halt, so wie wir jetzt hier irgendwie in der Freiheit leben, oder der Kevin seine Sachen in Bali macht und ich hier in Phuket, heißt es ja nicht, dass wir irgendwie Kriminelle sind oder so, weil viele Leute können sich das auch nicht greifbar Wenn es machen. halt nicht in der Wahrnehmung drin ist. Ich meine, das war ja ähnlich, wo ich damals 15, 16, 17 war im Studio und dann kam irgendwie so die, war es im Fitnessstudio drin, dann kamen dann irgendwelche Leute, die du aus der Schule kennst, war mit dem Hemd und erzählen dir was von Network Ja, Marketing ja, ja, ja. und Chance und das ist halt gar nicht in deiner Wahrnehmung drin, so, Ja, ne? richtig. Und im Nachhinein denke ich mir dann irgendwann so, wo ich mit 23, 24, 25 selber in das Thema reinkommen bin, Mensch, wäre ich schon mit 16, 17 zu diesen Events hingegangen, ja? Hätte da schon die Menschen kennengelernt, hätte da schon die ganzen Erfahrungen gemacht, sag ich mal so, ne? Richtig, ja. Es ist halt manchmal noch nicht so in der Wahrnehmung drin, ne? Aber wenn man da halt einfach offen und aufgeschlossener ist, so dann, ja, weil, ich meine, viele Menschen schauen zu, Deutschland schlechtes Wetter, negative Menschen, alles wird teurer, so, Richtig, ja. Kriminalität geht hoch, auch da muss man ja an den Sicherheitsaspekt einfach mal denken, wenn man jetzt zum Beispiel schickt Kinder in die Schule, kommen mit einer blutigen Nase nach Hause und so weiter, oder kriegen vom Schulsystem auch nicht die richtige Bildung mit, wie man sie eigentlich das Kind verdient hat, da sollte man auch nicht nur an sich selber denken, auch einfach sagen, ey, es gibt bessere Wege, sag ich mal, oder? Ja. Es gibt Wege und diese Wege muss man dann halt dementsprechend beschreiten, damit man weiß, ob sie begehbar sind, sage ich mal so, ne? Und manche Leute sind schon vorher den Trampelpfad langgelaufen, weil Ja. vorher einfach nur so ein paar Schritte da waren und
jetzt mittlerweile ist es ja auch so eine Schneise, die sich irgendwie so... Es wird ja immer mehr, ne? Ja. Also Auswanderung, ich glaube, die Statistiken, ich habe letzten Wirtschaftswebinar darüber gesprochen, ich glaube, die Rate an Deutschen, die ausgezogen ist, im letzten Jahr um 50% gestiegen, im Gegensatz zum Vorjahr, ne? Also nochmal... Also teilweise sind es Rentner, die da mitgehen, dass über 1 Million Rentner bekommen ihre Gelder auf ausländische Konten überwiesen. Ja. Und auch gerade die kann ich am meisten verstehen, weil wer will seinen Ruhestand irgendwo in Hamburg, Berlin, wo ich herkomme, Hamburg habe ich auch jahrelang gewohnt, aber wer will da seinen Ruhestand machen oder leben? Ja, oder auch dann, wenn du vielleicht mal nicht mehr so fit bist, in engen Pflegeheim kommen, was 3.000, 4.000, 5.000 Euro im Monat kostet, wo nicht mal richtige Angestellten mehr da sind, weil die so Pflege... Ja, da habe ich mal einen Post gemacht, der ging auch extremst durch die Decke, warum die Rentner halt ins Gefängnis gehören und nicht ins Altersheim. Aber sie bekommen da halt 3 warme Mahlzeiten, sind 24 Stunden Kamera überwacht, müssen ihre Medikamente sich selbst bezahlen und haben direkte ärztliche Versorgung. Und das kriegt man heutzutage in den öffentlichen Einrichtungen gar nicht mehr. Da gibt es einen Pfleger für teilweise 10 Personen, der dann nur noch die Tabletten in den Mund wirft. Und dann gibt es die privaten Einrichtungen, die erstmal utopisch teuer sind. Ja. Bei 3.000 fängt es an, geht hoch bis 20. Und dann hast du trotzdem aber nicht irgendwie Salzluft oder Frischwasser. Wollte gerade sagen. Oder mal ab und zu nochmal eine schöne Massage oder sowas, wie man es hier in Asien hat. Genau. In Thailand bezahlst du ja jetzt, ich bezahle für 3 Stunden Massage, bezahle ich 21 Euro oder so. Ja, ja. 3 Stunden ist ja schon, da bist du ja noch schon... Ja, da bist du schon weggeschlafen. Ja, wollte schon sagen, ja. Und das ist dann nicht so ein Ich war gestern auch noch bei der Massage, ja, auch super gute Qualität. 300 Baht, was sind 300 Baht? Das ist ja... Noch nicht mal 10 Euro. Da fühlt sich ja schon teilweise schlecht, wenn die dich dann 90 Minuten oder 60 Minuten massiert. Nein, das erzähle ich. 300 Baht. 100 Baht sind 3 Euro. Ja. 9 Euro dafür eine Stunde Massage. So. Also das ist halt... Und wirklich in einer guten Qualität. Ne? Da gibt man gerne auch mal das doppelte Trinkgeld irgendwie dann so. Und in Deutschland, da zahlst du 1 Euro pro Minute teilweise sogar mehr. Ne? Also das ist ja... Ja, und vor allen Dingen gibt es da dann auch wenig Plätze. Weil es gibt dann, gibt wie viele, also wenn wir uns nur mal das Ärztesystem oder das Krankheitssystem ist auch ein Wort für sich, aber die Menschen können ja nicht mal mehr zum Arzt gehen. Nehmen sie keine Leute mehr an und du kriegst deinen Termin erst in 3 Monaten. Wenn ich hier irgendwas habe oder auch bei dir in Indonesien, wenn du irgendwas hast, du hast deine private Krankenversicherung, ich bezahle 141 Euro für meine private Krankenversicherung. Ich auch so einen Dreh, ja. Und Leute in Deutschland würden dafür, nur dass sie in Deutschland abgesichert sind, mit Familie und Pipapo oder nur als Single, würden sie mindestens 400 Euro bezahlen oder 350, 400 Euro. Mindestens, ja. Und auch bei der privaten. Ich gehe hier ins Krankenhaus und ich werde begrüßt wie King Louis. Und dann wird mir erstmal mein Essen, wird mir mein Trinken gebracht und ich habe keine Sekunde Wartezeit. Ja, ja, eben. Und auch wenn ich was habe, okay, Thailand ist es anders, man geht nicht zum Hausarzt, der hört einen erstmal ab, sondern man geht in die Apotheke. Und die sind halt ausgebildet wie ein Arzt und verschreiben die dann auch dementsprechende Mittel, die nicht verschreibungspflichtig sind, wenn es mal etwas, ich meine so Schnupfen oder so wie ich jetzt gerade habe, ein bisschen, da geben die dir irgendeinen Hustensaft oder was auch immer. Ja, ja. Ob es jetzt gesund ist, ist die nächste Frage. Ich probiere das immer natürlich auszuschwitzen, ich gehe dann in die Sauna oder so. Aber du musst halt nicht warten. Also das System ist noch unkomplizierter, viel unkomplizierter halt, so definitiv. Ne? Oder auch beim Zahnarzt, weißt du, in Deutschland mal einen Zahnarzttermin machen, so, hier rufst du an, ja, pass auf, Mensch, wenn wir vorbeikommen, ja, übermorgen 11 Uhr. Sagst du, ja, alles klar, super. So, ne? Also, Thailand ist ja auch eines der am meisten oder am meisten besuchtesten Länder, wenn es um das Thema Zahnmedizin geht, ist Thailand im Preis-Leistungs-Verhältnis auf Platz 3. Ja, sehr, sehr gut allgemein Asien. Man denkt immer so Asien, dritte Welt, aber ist ja komplett, sind ja sogar noch teilweise besser. Fortschrittlich. Also das Internet hier, wenn ich mit Deutschen telefoniere, ist das erste Thema, was gesagt wird, und das ist das neue deutsche Hallo. Hörst du mich, ja. Du bist auf der deutschen Autobahn, kein Empfang. Hier kletterst du irgendwo auf dem Vulkan. Oben, ja, Mutti, hier FaceTime, guck mal hier. Ist meine denn schlecht? Nee, meine ist gut, deine ist schlecht in Deutschland so, ne? Das ist, ja. Genau, ja. Und daher bin ich mit meiner Entscheidung sehr zufrieden, welche ich vor 6 Jahren getätigt habe. Ich werde noch ein paar Jahre hier bleiben. Also jeder, der nach Phuket kommt, ist auch herzlich eingeladen, mal zum Essen, dass man sich treffen kann. Aus deinem Netzwerk, aus meinem Netzwerk, wie auch immer. Viele Leute besuchen mich auch schon, regelmäßig teilweise auch. Ja. Und auch bei dir wird es nicht anders sein, gerade wenn es... Immer mehr kommen Leute, kommen auch nach Indonesien, wollen sich die Projekte mal live vor Ort anschauen. Genau, weil es ja auch ein Projekt ist, was live vor Ort gestartet wird. Ja, gerade wenn es mal um höhere Investitionen geht, so, ne? Dann natürlich. Sehr, sehr guter Input heute hier. Ich denke, da war auf jeden Fall einiges Spannendes dabei. Ich sag mal, unsere Kontaktdaten findet ihr sowieso unter dem Podcast oder bei YouTube in der Videobeschreibung. Kontaktiert uns gerne.
Soll das Thema Auswahl interessant sein? Soll das Thema Steuerfreiheit interessant sein? Dann haben wir den perfekten Experten auf jeden Fall sitzen. Und ja, vielen Dank an der Stelle. Und wir sehen uns schon bald beim nächsten Podcast hier bei Mindset, Money und Märkte. Dein Podcast für kluge Investoren. Bye, bye. Dankeschön. Ciao, ciao.